Einen wunderschönen guten Morgen von der Firma Boston. Wir würden heute mit unserem Boston Virtual Tech Update Webinar starten. Heute haben wir ein ganz besonderes Thema aus meiner Sicht. Es dreht sich ja derzeit eh sehr, sehr viel um das Thema AI. Und wir wollen einfach auch von unserer Seite auch mal aufzeigen, was tun, wenn der Bedarf der Rechenleistung die Lösung überfordert. Und wollen hier einmal speziell natürlich das Thema Nvidia hervorheben, die GPU-Serien, was es hier alles Neues gibt, aber letztendlich auch einen Hinweis geben, was wir seitens Boston auch an ja, GPU-Servern letztendlich anbieten können. Und von dem her geben wir heute einen kleinen Einblick in unser oder mit unserem Webinar. Ich möchte in dem Zusammenhang natürlich auch sehr gerne vorstellen, Tilman Strübig. Tilman ist Solution Architect bei Boston für das Thema AI. Somit sehr, sehr tief in diesem ganzen Thema mit drin. Er wird heute die Präsentation führen und entsprechend ja, die ganzen Neuerungen, die wir Ihnen zu bieten haben, nahebringen. Er ist in dem Team von Konstantin Rügold, den kennen Sie, der hat auch schon sehr, sehr viele Webinare für uns gehalten. Somit freut es mich umso mehr, dass wir hier nochmal zusätzlich jemanden haben, der natürlich auch ja, unser Know-how letztendlich deutlich verstärkt. Und von dem her, ja, wie gesagt, in dem Zusammenhang auch erstmal herzlich willkommen, Tillmann, bei uns. Zumindest er ist erst schon länger mit dabei, aber es ist sein erstes offizielles Webinar. Deshalb das die Willkommensansage. Dann möchte ich mich natürlich auch noch mal kurz vorstellen als Moderator. Mein Name ist Andreas Schlemmer. Ich bin verantwortlich für das Produktmarketing bei der Boston für Deutschland, Österreich und in der Schweiz. Und ich glaube, mich kennen Sie. Bin ja eigentlich bei so gut wie fast jedem Webinar mit dabei. Was gibt es noch zu sagen? Das Webinar wird aufgezeichnet, von dem her bekommen Sie nach dem Webinar auch nochmal eine Zusammenfassung, einmal das Präsentationsmaterial, vielleicht noch zusätzliche Informationen, Daten, speziell dann zu unserer GPU-Server-Serie und natürlich dann auch noch den Link zum Recording. Wir werden ihn auch auf YouTube hochladen, dann kann man sich den auch später nochmal ansehen, wenn man möchte. Und wenn natürlich Fragen sind die natürlich herzlich gerne genommen. Wenn möglich, bitte die Fragen ganz normal am Schluss in den Chat mit einstellen. Wir haben dann eine Q&A-Session und werden dann die Fragen auch entsprechend beantworten. Sollten vielleicht im Nachhinein noch Fragen kommen, unsere Kontaktdaten haben Sie. Von dem her gerne auch im Nachgang auf den Tillmann oder auf mich zukommen und wir werden das entsprechend intern dann weitergeben. Ansonsten kann ich jetzt eigentlich nur noch sagen, Tillmann, ich übergebe jetzt an dich. Du bist an der Reihe und danke schon mal für deine Unterstützung und danke auch nochmal an alle Teilnehmer, die sich jetzt schon eingewählt haben. Wir haben heute richtig viele, das freut uns auch richtig. Und ja, danke, dass Sie sich die Zeit nehmen, bei der Boston mit dabei zu sein. Und somit, Tillmann, it's up to you. Wunderbar, danke schön. Dann auch von mir nochmal einen schönen guten Morgen. Ich steige gleich ein ins Thema mit der Agenda für heute. Also ich werde anfangen, ein bisschen was über CPU versus GPU zu erzählen. Also warum brauchen wir überhaupt GPUs? Was ist der Unterschied zur klassischen CPU? Dann ein bisschen was über GPU Accelerated Workflow erzählen, zu den Use Cases und Benefits ein bisschen was. Dann geht es mehr Richtung Hardware. Das heißt, was hat Nvidia im Line-up? Dann nochmal zwei Produkte mit dem Grace Hopper und der HGX. Bisschen rausgestellt, um ein bisschen weiter noch ins Detail zu gehen. Dann kommen wir zu unserem eigenen Line-up mit den Fanway-Produkten. Und dann gibt es nochmal ein bisschen einen kleinen Ausblick, was jetzt gerade auf die GTC vorgestellt wurde mit der Blackwell-Architektur und auch mit Nvidia NIM. Also CPU versus GPU. Erstmal ganz allgemein, CPUs sind der klassische Prozessor eben, kann so ziemlich alles, aber nicht unbedingt alles optimal und schnell. Während die GPU auf der anderen Seite für einige wenige Bereiche eigentlich nur gedacht ist, aber da einen enormen Vorteil hat. Einfach allein was Geschwindigkeit, was Throughput angeht, da ist die GPU einfach nicht wirklich zu schlagen. CPUs haben klassischerweise eher wenige Cores, wenige Kerne. Wenige heißt in dem Fall inzwischen auch 96 und 28 so in dem Bereich, aber im Vergleich zu den Tausenden oder inzwischen teilweise Zehntausenden Cores auf einer GPU ist es natürlich trotzdem immer noch verschwindend. Aufgrund der wenigen Cores ist die CPU, also wenigen, aber trotzdem auch sehr starken Cores, ist die CPU für sequentielle Berechnungen
sehr, sehr gut geeignet. Also immer, wenn ich auf vorherige Ergebnisse aufbauen möchte, komplexe Berechnungen durchführen möchte, da sind CPUs sehr stark, während GPUs sich mehr auf die Parallelisierung konzentrieren. Das ist nicht immer möglich, Algorithmen oder Code oder Programme zu parallelisieren, aber da, wo es geht, ist die GPU fantastisch geeignet. Also zusammengefasst, CPU hat wenige große Aufgaben und hat da das Gebiet, während die GPU viele kleine Aufgaben in Parallel lösen kann und dadurch der Geschwindigkeitsvorteil kommt. Das ist jetzt noch eine ganz schöne Übersicht zum Thema Moore's Law, die einem vielleicht was sagt, also dass sich alle 2 Jahre die Anzahl der Transistoren auf einem Chip verdoppeln soll. Ich sage bewusst soll hier, weil das hat sich in den letzten Jahren, ist es deutlich abgeflacht, das Ganze. Also man sieht hier jetzt auch schon noch eine kleine Vorhersage, wie es vermutlich weiterläuft. Ist eigentlich keine Besserung in Sicht, liegt einfach an physischen Limits, die wir inzwischen haben, physikalischen Limits, sowohl was die Größe der Transistoren angeht, als auch was Clock Rates angeht und so weiter. Das heißt, die Performance wird sich verbessern. Wir haben immer noch Fortschritte, aber eben nicht mehr in dem großen Maßstab wie früher. Und hier können jetzt eben die GPUs seit einigen Jahren ein bisschen die CPU entlasten. Bei GPUs ist es, wie ich schon erwähnt hatte, hauptsächlich der Weg über Parallelisierung zu gehen. Und der Formfaktor ist natürlich auch ein vollkommen anderer. Wir haben hier ganz andere Möglichkeiten, noch tatsächlich mehr Leistung auf eine Karte zu bringen. Dieses 1000-mal in 10 Jahren hier hinten, also 1000x, diese Prognose ist ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Also die Kurve für die GPUs, auch wenn sie tatsächlich sehr, 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 sehr steil nach oben zeigt aktuell, ist hier ein bisschen übertrieben. Das ist eine klassische Marketingfolie. In dieser Zeit wurden beispielsweise unter anderem die Zahlenformate, ich glaube, inzwischen fast geachtelt von FP32 auf FP4 inzwischen. Das heißt, auch da haben wir natürlich schon einiges von diesem Fortschritt geht einfach auf solche Maßnahmen mit zurück. Außerdem wird hier ein Single-Threaded CPU verglichen mit einer wirklich deutlich parallelen GPU, was natürlich auch der Realität nicht unbedingt entspricht, aber die Tendenz, die man hier sehen kann, ist auf jeden Fall nicht zu leugnen. Ein bisschen was zum Workflow generell, wenn man GPUs mit dem Einsatz hat. Also es geht hier nicht darum, dass wir eine CPU komplett ersetzen möchten mit einer GPU, sondern es geht vielmehr darum, in einem Ablauf Teile zu finden, Abschnitte zu finden, die sehr gut parallelisierbar sind, die sehr gut auf der GPU laufen können und dann nur diese Teile auszulagern. Also hier ist jetzt beispielsweise mal mit 5% des Codes, der ausgelagert wird auf die GPU. Das ist aber extrem vom Use Case abhängig. Wenn man jetzt zum Beispiel die modernen Large Language Models sich anguckt, da ist praktisch über 90% des Codes auf der GPU am Ende, da die Modelle praktisch im Ganzen einfach auf die Grafikkarte geladen werden und dann da laufen und die CPU nur noch für Input, Output und ein bisschen Formatierung zuständig ist. Aber das, wie gesagt, das hängt immer sehr auf, also kommt immer sehr auf den Use Case an. Und sobald etwas gut parallelisierbar ist, ist eigentlich immer die GPU die richtige Wahl. Und da wird inzwischen auch von der Softwareseite, also von der Programmiererseite, gibt es inzwischen sehr gute Unterstützung dabei. Beispielsweise, wenn ich ein neuronales Netz von der CPU auf die GPU bringen möchte, das sind ungefähr 3 Zeilen Code. Also es ist wirklich verschwindend gering und alles hintendran wird mir von Bibliotheken wie CUDA und ähnlichem CUDA von NVIDIA übernommen. Ein paar Use Cases für Grafiken ganz allgemein, also neben Deep Learning AI, was ich gerade schon erwähnt hatte, natürlich ganz klassisch auch Rendering, Visualisierung, also CAD-Anwendungen und ähnliches. Dann auch ein bisschen Richtung HPC, hat ein paar Jahre vor AI und Deep Learning schon die Grafikkarten für sich entdeckt. Das war sozusagen der erste Einstieg, dass man gesagt hat, okay, diese Grafikkarten können mehr als Grafik, sondern wir können tatsächlich diese Parallelisierbarkeit auch für wissenschaftliches Rechnen benutzen und eben ganz klassisches High-Performance-Computing, davon wichtiger Teil Simulation. Und was auch eigentlich fast alle Grafikkarten noch drauf haben, ist Video-Encoding und Decoding. Da gibt es eigentlich immer spezielle Beschleuniger, die nur darauf ausgelegt sind. Also auch dafür sind Grafikkarten unerlässlich. Die Vorteile mal grob zusammengefasst sind, also zum einen, wir können da, wo es passt, auf jeden Fall Berechnungen deutlich beschleunigen.
Wir können AI-Performance voranbringen. Das ist hier also der moderne AI-Schub, den wir gesehen haben, auch schon seit einigen Jahren. Also jetzt nicht erst seit ChatGPT, sondern auch schon vorher, ist eigentlich ohne Grafikkarten absolut undenkbar. Also das ist wirklich, ja, das ist der Taktgeber für diese Revolution, die wir da gerade sehen. Ein bisschen konterintuitiv sind die nächsten drei Punkte, aber trotzdem wichtig zu betrachten. Obwohl eine GPU in der Regel teurer ist, mehr Energie verbraucht und größer ist als eine CPU, können wir eben in vielen Fällen doch etliche CPUs mit einer GPU ersetzen. Also wir brauchen natürlich noch CPUs, wie ich schon am Anfang erwähnt hatte. Es geht ja um das Zusammenspielen, nicht um entweder oder. Aber trotzdem können wir eben, wenn wir auslagern können, können wir die Anzahl der CPUs reduzieren. Und dadurch können wir das Ganze dichter packen, weil eben hier zum Beispiel auf dem Server auf der rechten Seite kann man es ganz gut sehen. Da sind jetzt hinten 10 Grafikkarten eingebaut, während die kleinen beiden Lüfter davor auf ein Dual-Socket-System schließen lassen. Das heißt, hier haben wir deutlich mehr GPUs als CPUs ohnehin schon im System und diese GPUs sind auch noch deutlich leistungsfähiger. Das heißt, insgesamt können wir Platz sparen. Wir können damit auch die Total Cost of Ownership runterbringen und am Ende auch Energie sparen, da diese hochparallelen Berechnungen deutlich effizienter ausgeführt werden können. Damit das erstmal zum Allgemeinen zur Einleitung und jetzt kommen wir ein bisschen zur tatsächlichen Hardware auch. Ich habe hier mal den ersten Teil des NVIDIA Data Center Lineups mitgebracht. Ich werde einmal kurz oben über die Spalten rübergehen, um einfach, damit man im Dunkeln auf dem gleichen Stand sind, damit man sich was darunter vorstellen kann vielleicht, was hier wirklich bedeutet. Das erste, also Networking Solutions würde ich an der Stelle in diesem Webinar einmal weglassen. Da geht es hauptsächlich darum, wie ich mehrere GPUs miteinander verlinken kann, auch um dann eben Multi-GPU, Multi-Node-Berechnungen effizient durchführen zu können, würde aber hier das Webinar sprengen. Ich gehe also direkt zu Deep Learning Training and Data Analytics rüber. Das ist das klassische, tatsächlich, also ich habe ein Modell, vielleicht auch schon ein vortrainiertes Modell und gebe diesem Modell neue Daten und hoffe, dass das Modell aus diesen Daten etwas Neues lernt, also Muster erkennt, Pattern erkennt und eben generalisieren kann, damit ich anschließend über neue Daten hinzugeben kann und auf diese Daten extrapoliert werden kann. Also es ist hier explizit ist hier das Wichtige, dass ich nicht auswendig lerne, sondern tatsächlich etwas lerne aus den Daten. Das ist das Wichtige. Und dafür werden die gleichen Daten in der Regel mehrfach durch das neuronale Netz gejagt und ja und die Gewichte im neuronalen Netz angepasst. Und das passiert sozusagen hinter verschlossenen Türen. Davon sollte der Nutzer am Ende nicht wirklich was mitbekommen. Was der Nutzer dann sieht, ist die Deep Learning Inference. Das ist die nächste Spalte. Das ist dann nämlich der tatsächlich produktive Einsatz. Also hier kann ich jetzt neue Daten hinzufügen und gucken, was ich für ein Output bekomme vom Modell. Und das ist eben, wie gesagt, die Produktion ist diese Spalte. Der Unterschied vor allem jetzt von der Berechnungsseite hier ist, dass ich beim Training selbst habe ich relativ wenig Kommunikation zwischen CPU und GPU, sondern das sollte hauptsächlich auf der GPU laufen, das Ganze. Und hier sind außerdem in der Regel noch ein bisschen größere Zahlenformate, vielleicht sowas wie FP16, BF16 angemessen, während bei der Inference man deutlich eher Richtung kleinere Zahlenformate geht. Einfach weil man relativ schnell herausgefunden hat bei neuronalen Netzen, dass man mit relativ wenig Verlust in Genauigkeit einen sehr großen Gewinn in Speicherbedarf und oder also man braucht deutlich weniger Speicher und man braucht deutlich weniger, also die Berechnungen gehen auch deutlich schneller, das heißt, man kriegt hier einen deutlichen Speedup hin. Dann das nächste wäre HPC und AI. Hier die AI ist eher sozusagen traditionelle AI, also Dinge wie Regellerne, Baumsuche, Baumlerne, solche Geschichten. Und HPC eben klassische Simulationen, Monte-Carlo-Simulationen, Molekularbiologie, Wetter, solche Geschichten. Dann ein bisschen aus dem, sag ich mal, Scientific-Bereich rausgehen, ist dann NVIDIA Omniverse und Render Farms. Omniverse ist ja die Digital Twin-Ansatz von NVIDIA. Das heißt, hier kann man ganze Fabriken oder Anlagen virtuell designen und dann eben auch visuell simulieren, was einem deutlich andere Einblicke gibt, wie das Ganze am Ende aussehen wird und vielleicht schon Probleme
deutlich früher erkannt werden können. Und es ist einfach deutlich angenehmer, mit solchen Dingen zu arbeiten, als sich einfach nur ein Excel-Spreadsheet sich anzugucken, in dem irgendwelche Zahlen stehen. Sondern hier kann man tatsächlich Sachen visualisieren und große Anlagen in Echtzeit rendern. Dann hätten wir noch Virtual Workstations und Virtual Desktop. Das ist relativ ähnlich, wobei die Virtual Workstation einfach ein bisschen mehr Power noch hat. Also hier geht es ein bisschen mehr darum, auch aufwendige Berechnungen durchzuführen, während Virtual Desktop eher in die Richtung geht. Wir wollen einfach Desktop-Nutzung simulieren können. Wir wollen virtuelle Desktops zur Verfügung stellen, aber jetzt nicht unbedingt Top-Performance erreichen dabei. Und das nächste wäre AI-Video. Da geht es hauptsächlich um Avatare beim Sprechbewegen, Synthetisieren, künstlich Augenkontakt, Blickkontakt herstellen, bei Videotelefonie und solche Sachen. Und als letztes hätten wir noch Far Edge Acceleration. Da geht es also jetzt wirklich um die Bereiche, wo kann ich, vielleicht kann ich Daten nicht unbedingt ins Data Center bringen, sondern muss sie vor Ort verarbeiten. Vielleicht macht es irgendwo auch einfach keinen Sinn, Daten zu hin und her zu schicken, wenn ich Datenverarbeitung vor Ort machen kann. Und das sind eben dann die Far Edge Bereiche. Dann also zu den Karten selbst. Ich würde mal mit der zweiten Reihe anfangen, mit der H100, einfach weil es das Flaggschiff von Nvidia ist aktuell. Hier haben wir die größte Raw Compute Power, die Nvidia aktuell noch hat. Ein bisschen, also inzwischen gibt es noch die H200 auch. Das ist aber im Prinzip die gleiche GPU mit ein bisschen mehr Speicher. Ist dann eher für Large Language Models auch wieder relevant. Und das ist die Karte, wenn man Deep Learning Training machen möchte. Gibt es einfach keine bessere Alternative. Dann für Inference ist die H100 immer noch fantastisch geeignet. Es gibt allerdings dann mit dem Grasshopper eins oben drüber eine bessere Alternative, werde ich aber gleich noch darauf eingehen. Aber auch hier ist die H100 absolut geeignet trotzdem. Und dann im High-Performance-Computing-Bereich, da ist sie vor allem stark, weil sie FP64 nativ mit unterstützt, was keine andere Karte macht, außer der Grasshopper oben drüber. Und das ist in einigen speziellen Anwendungsfällen einfach unerlässlich, dass man in FP64 arbeitet, wegen der höheren Genauigkeit. Und da ist die H100 einfach eine fantastische Wahl. Und insgesamt auch da wieder geht es häufig um diesen Raw Compute. Und da kommt nichts an der H100 vorbei. Die kleinen farbigen Kästchen da oben drüber mit HGX, PCIe und NVL, das sind nochmal andere Formfaktoren. Also HGX ist das Board mit mehreren GPUs schon zusammen. Dann PCIe ist die klassische GPU, also die man dann auch mit allen anderen hier eigentlich austauschen könnte. Und NVLink ist auch nochmal für den Interconnect zwischen GPUs, also wenn man dann mehrere GPUs zusammenschalten möchte, um eben nochmal die Kapazitäten zu erhöhen. Dann jetzt eins nach oben zum Grasshopper. Der Grasshopper ist eine Kombination von der Grace ARM CPU von Nvidia und einer Hopper GPU zusammen auf einem Board. Hat einige Vorteile, ich werde später nochmal genauer drauf eingehen. Ganz grob erstmal, der Bottleneck zwischen CPU und GPU ist hier deutlich kleiner geworden. Das heißt, immer wenn Daten zwischen CPU und GPU hin und her geschoben werden, da ist der Grasshopper ganz besonders stark. Und zusätzlich durch eben dass der Bottleneck da abgeschwächt wurde, haben wir jetzt auch Möglichkeiten, von der GPU direkt auf CPU-Memory, also auf Arbeitsspeicher zuzugreifen, was vorher auch nicht ohne deutlichen Performance-Einbrüche möglich war. Der Grafikspeicher ist natürlich immer noch deutlich schneller, aber trotzdem, ich meine, jeder Bottleneck, der entfernt werden kann, ist natürlich eine gute Sache. Und auch im HPC-Bereich ist der Grasshopper die Lösung. Eben gerade, weil im HPC-Bereich sehr, sehr viel zwischen CPU und GPU hin und her geschoben wird. Und da ist eben Grasshopper genau die Lösung für. Dann im nächsten Bereich hier kommen wir ein bisschen mehr in die General Purpose GPUs. Hier haben wir die L40 und die L40S. Zunächst mal zu L40. Das ist ein Upgrade von der A40, die auf der nächsten Slide noch kommt. Ist hauptsächlich für wirklich Render-heavy Anwendungen, das heißt komplexe CAD-Anwendungen oder eben auch Omniverse. Und die L40S ist darauf aufbauend eine Variante, die nochmal mehr Tensor-Cores hat und damit jetzt eben auch für General-Purpose-Deep-Learning
und Inference und HPC und so weiter auch eingesetzt werden kann. Unterstützt kein FP64, also ist bei HPC kommt es auf die Anwendung an, ob es tatsächlich gut nutzbar ist. Aber das ist im Prinzip gerade die Karte, die so ziemlich alles kann und die vor allem auch im Vergleich zu H100 eine sehr gute Alternative sein kann, sowohl preislich als auch was Lieferzeiten und Verfügbarkeit angeht. Die L4 dann wiederum, die letzte Reihe hier, ist im Prinzip der kleine Bruder der L40. Hier geht es darum, mit einem kleineren Formfaktor, deutlich geringeren Stromverbrauch und dann damit einhergehend natürlich auch geringere Leistung, aber trotzdem eben diese Leistung oder diesen Bereich der L40 abzudecken, auch für Edge-Bereiche oder Bereiche, in denen Stromverbrauch eine deutlich entscheidendere Rolle spielt oder auch Platz. Dann jetzt zur nächsten Seite hier, direkt oben die AX 800, A100X. Das sind sehr spezielle Karten, wo auch jeweils noch eine DPU, also eine Data Processing Unit, noch mit eingebaut ist. Sehen wir persönlich jetzt, oder ich persönlich und wir hier auch bei Boston, relativ wenig Anwendungsfälle für. Also werde ich jetzt nicht groß und tief drauf eingehen. Wenn Sie da noch Interesse weiter haben, kann man sich natürlich noch mal mehr mit beschäftigen. Aber es würde jetzt hier, passt hier in den Rahmen wahrscheinlich eher weniger rein. Also gleich zur A30. Die A30 ist im Prinzip hauptsächlich eine Inference-Karte, die stromsparender ist eben als die großen H100 und auch stromsparender noch als die L40S. Ist insgesamt eben einfach hauptsächlich auf Inference ausgelegt, kann aber natürlich auch, wie die meisten dieser Karten, dann auch noch Richtung HPC noch einiges leisten. Der nächste große Block hier mit A40, A10, A16 wären dann die klassischen Virtualisierungs-Grafikkarten. Also die A40 ist hier immer noch in vielen Bereichen das Mittel der Wahl. Ist der Vorgänger von der L40. Allerdings gibt es viele Anwendungen, wo dieser Raw Compute, den jetzt die L40 noch obendrauf packt, gar nicht unbedingt nötig ist. Und da ist die A40 immer noch eine sehr, sehr gute Alternative. Die A10 ist dann eine Stufe drunter. Bisschen weniger leistungsstark, aber natürlich auch dann wieder günstiger. Und das ist im Prinzip, kann man hier sich vorstellen, dass der ganze Fokus einfach ein bisschen weiter nach rechts geschoben wird, also weiterhin zu kleineren Anwendungen. Mehr Virtual Workstation, Virtual Desktop als jetzt diese großen Renderfarmen. Und die A16 ist dann ein sehr besonderer Chip. Hier sind vier GPUs im Prinzip zusammengefasst in einer GPU. Führt dazu, dass man die ganz hervorragend wieder splitten kann für den Endnutzer. Also ich kann jetzt, wenn ich jetzt acht davon oder mehrere davon zumindest in einem Server habe, kann ich dann eben auch mit dem Faktor 4 wieder Grafikkarten weitergeben. Die sind natürlich nicht ganz so leistungsstark wie eine A10 oder A40, aber viele, zum Beispiel jetzt Office-Anwendungen und ähnliches, brauchen ja auch gar nicht unbedingt diese hohe Leistung. Und hier können wir eben mit der A16 eine sehr große Breite erreichen. Und dann eins weiter unten wieder mit der A2 auch, wie mit der L4, der kleine Bruder für den Edge-Bereich. Kleinerer Formfaktor, deutlich weniger Stromverbrauch. Hier nochmal eins, zwei Worte zum Grasshopper. Auf der rechten Seite hier sieht man das Bild eigentlich ganz schön. Das linke bunte ist die CPU, das rechte bunte ist die GPU. Und die sind hier also direkt auf einem Board nebeneinander. Im Schaubild sieht man hier ganz schön, dass dieser NVLink zwischen CPU und GPU, diese 900 Gigabyte pro Sekunde, das ist im Prinzip das Entscheidende an dem System. Das heißt, die schnelle Verbindung zum eigenen Grafikspeicher der Hopper GPU ist auch bei der H100 gegeben. Der Zugriff auf DDR5 Memory von der CPU ist auch eben bei normalen CPUs gegeben. Aber die Verbindung zwischen CPU und GPU, was normalerweise über PCIe geht, ist hier eben über NVLink und damit deutlich schneller. Das heißt, man kann hier sehen, man kann im Prinzip die gesamte Bandbreite des CPU-Speichers direkt von der Grafikkarte auch nutzen, was vorher nicht unbedingt möglich war. Die GPUs können dann auch nochmal extra untereinander verlinkt sein wieder. Also steht hier mit bis zu 256 GPUs. Also hier sind auch Cluster-Anwendungen wieder ohne Probleme möglich. Und der Workflow wäre dann eben hier, wir haben I/O auf die CPU. Und können dann eben sehr, sehr schön zwischen CPU und GPU immer wieder hin und her wechseln und das Beste aus beiden Welten nutzen. Dann noch ein bisschen was zu diesem HGX-Formfaktor, den ich bei der H100 schon erwähnt hatte.
Hier sind einfach mal ein paar Kennzahlen. 200 PCIe erstmal vorne dran. Die tatsächlichen Zahlen jetzt bei den Flops, hier bei den in der dritten Reihe ist gar nicht so entscheidend unbedingt. Worum es hier geht, ist, dass die HGX-Boards einen sehr, sehr guten Interconnect auch wieder zwischen den einzelnen GPUs leisten können. Und damit kriegen wir eben tatsächlich diese Berechnung können wir tatsächlich einfach multiplizieren. Ich habe vier GPUs und kann tatsächlich vier GPUs auch voll nutzen im Idealfall hinten dran. Und das ist eben nicht so, dass ich dann an irgendeinem Bottleneck hänge, wie zum Beispiel Transfer zwischen GPUs. Und führt jetzt hier unten zum Beispiel in der aggregierten Bandbreite, in der untersten Reihe, sieht man hier auch schön, dass es tatsächlich einfach mit dem Faktor 4 oder Faktor 8 sich vergrößert, diese Bandbreite. Bei der HGX mit 8 GPUs ist noch das Besondere, dass wir NVSwitches haben. Das ist einfach, also bei 4 GPUs sind sie noch im Prinzip mit jedem eher verbunden, während wir dann bei 8 GPUs über diese Switches gehen. Aber die NVLink-Switches können trotzdem auch die gleiche Bandbreite leisten. Also das ist kein neuer Bottleneck, der hier entsteht. So viel zum Thema Nvidia erstmal. Jetzt natürlich die Frage, wenn ich die GPU habe, da muss ja noch was zum rum. Auch der Grace Hopper, da kann ich zwar die CPU sparen, aber ganz alleine lebt er ja auch nicht. Das heißt, was kann ich für Server drum rum bauen? Und da haben wir mit der Fanway-Reihe, haben wir von Boston da ein sehr, sehr großes Portfolio. Inzwischen sind es, glaube ich, über 60 verschiedene Modelle. Das hat eine sehr, sehr große Range von reinen CPU-Servern, auch wieder Intel, AMD, auch ARM-basierte Produkte, bis hin eben auch hier zu GPU-Servern. Ich habe hier mal von den GPU-Servern eine kleine Auswahl mitgebracht. Einfach, hier geht es weniger um die Zahlen als vielmehr darum, einfach die Range zu zeigen, was wir haben. Also wir haben kleine 2U-Produkte, hier passen sogar vier GPUs rein auf der linken Seite hier. Geht auch noch kleiner, dass vielleicht nur ein oder zwei GPUs dabei sind. Dann können wir das Ganze ein bisschen größer machen. Also die auf 4U gehen jetzt vom Formfaktor her. Das ist im Prinzip ähnlicher Server, wie ich ihn vorhin schon mal auf dem Bild hatte, mit hinten bis zu 10 GPUs drin. Klassischerweise würde man eher 8 nehmen und noch ein bisschen Netzwerk hinzugeben. Aber die konkurrieren dann irgendwann um die PCIe-Slots. Aber sagen wir mal, 8 bis 10 GPUs in einem System ist natürlich schon ein deutliches Upgrade zu der 2U-Variante. Und dann, wenn wir noch weiter nach rechts gehen, haben wir hier die 4U- und 8U-Varianten mit den entsprechenden HGX-Boards. Also einmal die 4-GPU-HGX-Variante und einmal die 8-GPU-HGX-Variante. Das heißt, auch da können wir mit dienen. Also bei diesen ganzen Modellen geht es am Ende sehr, sehr viel um Use Case. Da können Sie gerne auf uns zukommen. Da beraten wir auch gerne, um dann genau das richtige Modell für den jeweiligen Use Case und die Anwendung zu finden. Jetzt haben wir gerade das aktuelle, also das verfügbare Portfolio ein bisschen besprochen. Wir hatten jetzt aber ja gerade auch die GTC wieder in San Jose, glaube ich, wo Nvidia eben die neuen Produkte vorgestellt hat. Die Dinge, die Nvidia vorstellt, und was dann am Ende zu haben ist, das sind manchmal zwei verschiedene Dinge, weshalb ich mich jetzt im Detail nicht wirklich drauf gestürzt habe. Aber es ist natürlich trotzdem interessant, ein bisschen das im Blick zu haben, was passiert denn hier als nächstes. Es wurde jetzt also Blackwell eingeführt. Oder vorgestellt, sagen wir es so. Hier auf der linken Seite sehen wir zum Beispiel in dem Bild, das ist der neue GB200-Chip, also ein Grace Blackwell-Chip. Das ist wie der Grace Hopper, den ich eben vorgestellt hatte, nur dass hier inzwischen sogar zwei GPUs eingebaut sind. Das ist also schon mal ein kleiner Unterschied, aber ansonsten das Konzept bleibt das gleiche. Wir haben hier den Vergleich zwischen Blackwell und Hopper. Also wir sehen eigentlich durch die Banken 2,5x gegenüber Hopper, was die Performance angeht. Im FP4-Bereich dieses fünfmal oder auch bei der Bandwidth, hier ist wichtig zu sehen, hier geht es plötzlich um Parameter und nicht mehr um Terabyte oder Gigabyte. Das heißt, hier ist es, geht's, diese Werte profitieren auch wieder ganz stark davon, dass wir jetzt von FP8 auf FP4 runtergehen können. Die Hopper-Architektur unterstützt noch kein natives FP4. Das heißt, alle FP4-Zahlen werden da als FP8 dargestellt. Und dadurch kommt hier dieser extra Faktor 2 noch mit rein. Aber wirklich Raw Compute ist es tatsächlich die 2,5, die entscheidend ist.
Blackwell sah jetzt aber zumindest auch in den frühen Präsentationen auch nochmal deutlich größer aus vom Chip. Also auch hier sieht man, dass man, dass dieses, wir können einfach ganz entspannt alles immer kleiner, schneller machen. Es geht auch bei GPUs natürlich nicht beliebig weiter, sondern man muss sich dann eben andere Gedanken machen, wie man mehrere GPUs zusammenfassen kann. Und da ist eben Nvidia mit dem Grace Hopper oder jetzt Blackwell Hopper ganz vorne mit dabei oder auch mit NVLink schon. Genau, also hier die Parametergrößen hier, die Modelle, Model Size mit 740 Billionen, also Milliarden Parametern. Das ist natürlich schon ein Wort und das sollte eigentlich auch für die allermeisten Anwendungen mehr als ausreichend sein. Aber ansonsten auch hier wieder mit NVLink kann man mehrere davon untereinander wieder interconnecten und damit deutlich größere Modelle noch bedienen. Genau, dann kommen wir auch schon zum letzten großen Teil, nämlich Nvidia NIM. Nvidia NIM wurde auch vorgestellt jetzt als neuer Weg von Nvidia mit der Software, mit dem Software-Stack von Nvidia zu interagieren. Es geht hier im Prinzip darum, alles zu containerisieren, was man auch nur ansatzweise containerisieren kann. Also wir wollen Microservices haben, wir wollen alles abgekapselt, eigenständig haben und darüber dann über die Komposition von verschiedenen Containern unser Produkt zusammenstellen. Alles natürlich auch wieder CUDA-basiert. Klar, es ist Nvidia. Es geht hier hauptsächlich um GPUs. Und die Idee dabei ist eben, ich fange hier mal ganz unten an. Also wir haben unten eben unsere CUDA-fähige Nvidia-Architektur. Das sind unsere GPUs, können ganze Cluster sein, können aber auch einzelne GPUs im System sein tatsächlich. Darauf läuft Kubernetes als ein Container-Management-System. Und in diesem Kubernetes-System laufen dann die einzelnen Pods, die einzelnen Container, die eben hier jetzt Nvidia bereitstellt. Nvidia war sehr wichtig dabei, auf Industriestandard-APIs zu setzen, um eben auch den Übergang vielleicht von schon bestehenden Systemen rüber zu Nvidia zu NIM deutlich zu erleichtern. Es gibt praktisch für jeden Anwendungsfall gibt es schon die richtigen Schnittstellen. Es gibt hier einen Triton Inference Server, das ist eben sehr, sehr viel für Sprachmodelle und solche Geschichten optimiert. Cloud Native Stack, dann haben wir hier auf der anderen Seite noch die ganzen Optimierungen, FP8 Quantization, einfach alles Dinge, die man in einem Lifecycle von einem neuronalen Netz irgendwo mal gebrauchen kann. Es gibt schon optimierte Modelle, sowohl für einzelne GPUs auch als für Multi-GPU oder bis hin zu Multinode. Es gibt aber gleichzeitig auch die Möglichkeit, Modelle noch weiter anzupassen, mit eben LoRa, Feintuning und Model Weights irgendwie zu manipulieren. Das heißt, man ist hier nicht limitiert auf die schon vorgefertigten Modelle von Nvidia. Die können das Ganze natürlich deutlich beschleunigen. Also es macht gerade jetzt bei modernen, großen Modellen sehr, sehr wenig Sinn, eigentlich, dass jeder das Rad neu erfinden muss. Sondern es geht eher darum, schon, sagen wir mal, 95% des Weges ist gegangen schon von den Großen. Also sei es jetzt ein Llama-Modell oder ein GPT-Modell oder ein Falcon-Modell oder ähnliches, also diese Foundation-Models. Und dann hinten dran noch ein kleines wenig Feintuning draufzupacken, um es dann tatsächlich auf meinen Use Case anzupassen. Oder teilweise jetzt mit Retrieval Augmented Generation beispielsweise geht es auch darum dann, dass man die Modelle komplett in Ruhe lässt und sich eben auf der anderen Seite sich seinen Workflow zusammenbaut aus diesen Containern hier und dann am Ende fast gar keinen, also gar keinen oder wenn dann nur sehr wenig Code überhaupt schreiben muss. Also der Workflow, wie sich Nvidia ihn vorstellt, also NIM ist noch nicht ganz draußen, es ist vorgestellt, man kann aktuell sich, glaube ich, schon für ein Early Access sozusagen registrieren und kann schon ein bisschen damit rumspielen, aber es ist noch nicht für die Produktion für Enterprise freigegeben. Die Idee ist aber eigentlich, dass man hier zum Beispiel jetzt hier oben haben einen Nutzer, der einen Prompt gibt. Das Ganze geht schon in den Container rein. Dann haben wir irgendeine Planung dahinter. Das kann eine KI sein, das können ganz normale Regeln sein. Also das kann so aufwendig und so geradlinig, wie man möchte, sein am Ende. Und dann werden eben alle einzelnen Komponenten, die für diesen Plan relevant sind, gibt es eben schon als Container irgendwo, als Microservice, liegen die schon entweder on-prem oder in der Cloud oder irgendwo sind sie auf jeden Fall verfügbar.
Und dann kann ich eben, hier zum Beispiel brauche ich vielleicht eine Vector-Database und ich brauche ein bisschen was, ich brauche einen Knowledge Graph. Und dann jeweils kann ich einfach den anderen Container ansprechen und kann diesen Microservice eben nutzen. Und hier auf der anderen Seite zum Beispiel die Application-Plattform können noch mehrere sein dann. Oder ich kann auch mit anderen Agents, die auch schon einen eigenen Plan gerade verfolgen, kann ich interagieren. Aber das ist eben die Idee. Also ich arbeite sehr, sehr stark modular und kann damit Sachen wiederverwenden und vor allem kann ich auch von schon vorher optimierten Komponenten profitieren. Als beispielsweise Nvidia sieht sich da jetzt eben als Dienstleister auch mehr, dass sie eben schon Modelle bereitstellen und ähnliches oder auch Datensätze bereitstellen können. Jetzt ist man aber natürlich als Unternehmen vielleicht auch daran interessiert, nicht alles nur von Nvidia zu haben, sondern vielleicht habe ich Daten, die privat sind. Vielleicht habe ich auch ein eigenes Modell, das ich schon entwickelt habe und möchte es trotzdem nutzen. Und auch das ist mit NIM ohne große Probleme möglich. Das heißt, wir können hier zum Beispiel unten haben wir das NeMo Framework. Das ist das klassische LLM Framework, also Large Language Model Framework von Nvidia. Hat etliche Funktionalitäten, unter anderem kann man Texte vorher schon vor dem Training kuratieren. Man kann, also da geht es dann darum, Duplikate auszusortieren und schlechte Datenpunkte direkt zu entfernen, also zu säubern die Daten und aufzubereiten und so weiter. Und auf der rechten Seite haben wir dann, wenn Antworten kamen vom Large Language Model, können wir diese Antworten vielleicht evaluieren auf Richtigkeit. Wir haben und mit Guardrails Möglichkeiten, unerwünschte Resultate direkt rauszufiltern, dass die Nutzer gar nicht erst sieht. Also es kann von illegalen bis zu unerwünschten Dingen gehen. Also es kann ja zum Beispiel auch sein, dass ich jetzt als Nvidia beispielsweise mal, habe ich vielleicht kein großes Interesse daran, dass hier über AMD-GPUs erzählt wird in meinem eigenen Chatbot. Sowas kann ich über Guardrails zum Beispiel auch einfach direkt rausfiltern. Aber ich kann eben mein eigenes Modell ansetzen an diese Systeme. Das heißt, ich bin nicht auf Gedeih und Verderb Nvidia ausgeliefert für jeden Schritt des Weges, sondern ich kann eben sagen, okay, hier machen die Nvidia-Komponenten einfach Sinn, weil sie eben gut sind, weil sie entwickelt sind, weil ich dafür der Aufwand für mein eigenes Projekt wäre deutlich zu groß. Und das ist eben der Kerngedanke. Also auch hier wieder Komposition von Nvidia-Containern, aber auch dann angesetzt von eigenen Containern. Das ist sozusagen der Weg vorwärts, wie Nvidia ihn sich gerade vorstellt. Und es ist tatsächlich auch eine durchaus sinnvolle Alternative zum bisherigen Workflow, wo man vielleicht sehr, sehr viel Code, der im Prinzip schon da war, immer wieder selbst ausführen musste oder sich Teile reinkopiert aus anderen Projekten. Aber wenn man es gar nicht mehr kopieren muss, sondern es eben einfach als Microservice nutzt, ist es natürlich deutlich schöner. Ja, damit bin ich auch schon fertig mit der Präsentation. Ich glaube, jetzt kann ich zurück an Andreas übergeben. Genau, richtig. Ja, danke auch nochmal an deine Seite, Konstantin, jetzt beinahe gesagt, aus der Gewohnheit raus. Entschuldigung, bitte. Tillmann natürlich. Ja, wunderbar vorgetragen, denke ich. Ich schaue gleich mal rein, ob es Fragen gibt. Gibt es Fragen von den Teilnehmern? Wenn ja, dann bitte in die Chatfunktion eintragen, damit wir dann auch wissen, welche Fragen noch offen sind. Vielleicht auch Themen, vielleicht gibt es auch Wünsche von Ihrer Seite, wenn wir andere Webinar-Themen machen, sind wir natürlich auch gerne offen, wenn Sie sagen, oh, das würde mich mal interessieren. Da sind wir sehr, sehr flexibel. Da können wir natürlich auch mal flexibel etwas mit einbauen. Ich sehe, Fragen sind bislang noch keine da. Also du hast es anscheinend sehr gut präsentiert und auch erklärt. Also für mich auf jeden Fall. Und da, wie gesagt, sind wir sehr, sehr offen dafür, dass wir auch Themen aufnehmen, die Sie derzeit ja, interessieren, wo Sie Bedarf haben, vielleicht auch für ein spezielles Projekt hin. Wir können aber natürlich auch in die persönliche Beratung gehen, wie es der Tillmann auch schon angeboten hat, jetzt speziell auch, welcher GPU-Server ist denn der richtige? Und es war ja in dieser Linecard, die aufgezeigt worden ist, ja nur ein Auszug von dem, was wir an Servern haben. Auch da vielleicht die Möglichkeit oder auch die Bitte. Wir haben auf unserer Webseite auch eine Rubrik, wo unsere Fanway-Server-Serie vorgestellt wird. Aber wir haben ja auch Workstations, wir haben da auch Storage-Systeme. Und dazu haben wir auch eine komplette Produkt-Linecard. Die kann man sich auch downloaden, die kann man anfordern bei uns. Mit ja, gut 60, 70 Server, die da aktuell aufgeführt sind. Also
Ich denke, eine sehr, sehr gute Übersicht auch kann Ihnen auch ein bisschen das Leben erleichtern, wenn man sagt, um Gottes Willen, es gibt ja allein mit unserem Partner Supermicro schon so viele Möglichkeiten, aber es kommen ja auch noch ja, andere Marktbegleiter mit dazu. Und da haben wir, denke ich, eine sehr gute Auswahl getroffen. Und wenn Sie da Bedarf haben, dann bitte einfach über die Webseite gehen und entsprechend anfordern oder natürlich auch im Nachgang des Webinars und können Sie das natürlich auch bei uns machen, beim Tillmann oder bei mir. Das ist gar kein Problem. Ich sehe, Fragen sind soweit keine weiteren gekommen. Dann würde ich jetzt währenddessen noch ein bisschen Eigenwerbung betreiben, was für die nächsten Themen, die wir letztendlich Ihnen anbieten können seitens der Boston. Einmal hätten wir am 17. Mai mit der Firma Storeware ein Webinar zum Thema Enterprise Backup and Recovery Lösungen für die Cloud. Auf jeden Fall auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, sollte man sich auch anschauen, vor allem wenn man vielleicht aktuell nicht ganz so zufrieden ist mit VMware in Kombination mit Veeam, ist das definitiv eine Software oder eine Lösung, ja, die man auf jeden Fall mal gesehen haben sollte. Und dann können wir natürlich auch ein bisschen mehr dazu sagen. Ansonsten geht es im ja, 24. Mai weiter mit der Ampere Computing. Auch da wird es einiges Neues geben. Also auch in der CPU-Generation. Und zum 5. Juni hin wird dann die AMD auch noch neue Themen präsentieren. Aber es wird eine Kombination sein, einerseits auf was es aktuelles an CPUs gibt, aber auch hier die MI350M ist auch durchaus ein heißes Thema, und das wollen wir Ihnen natürlich nicht vorenthalten. Und wer uns natürlich neben den virtuellen Themen auch persönlich treffen möchte, der kriegt natürlich auch die Chance, einmal auf der ISC in Hamburg, International Supercomputing, 13. bis 15. Mai, sind wir mit einem tollen Stand auch wieder vertreten, der gemeinsam mit unseren englischen Kollegen organisiert ist. Primär waren es die englischen Kollegen, die da wirklich eine tolle Arbeit geleistet haben. Aber hier gibt es die Möglichkeit, uns vor Ort zu treffen. Gerne auch jetzt schon Termine vereinbaren. Die Zeit ist kurz auf so einer Messe, von dem wir gerne auch vorab planen. Ansonsten bieten wir noch in der Schweiz eine Möglichkeit mit dem AI-Forum am 28.05. in Zürich. Dann unser Hauptevent des Jahres, der Boston TID am 11. Juli in München. Da bitte natürlich auch anmelden, sind Sie herzlich willkommen. Unsere Hausmesse, da werden wir auch wieder sehr, sehr viele Themen haben. Auch natürlich das Thema AI ganz, ganz vorne mit dabei. Mit unseren ja, Technologiepartnern. Es wird die Nvidia vorhanden, also vor Ort sein natürlich, die AMD, die Supermicro. Und noch ein ganz, ganz viele mehr, Seagate, Western Digital und. Also da wird wieder einiges geboten sein und natürlich auch ein tolles Networking. Und dann Richtung, ich sage jetzt mal so, Richtung Ende des Jahres werden wir dann auch nochmal in der Schweiz vor Ort sein, bei der Biotech X in Basel von 9. bis 10. Oktober. Ansonsten, ich schaue jetzt gerade nochmal, weitere Fragen sind keine reingekommen. Dann würde ich auch vorschlagen, dass wir zum Ende des Webinars kommen. Ich möchte mich nochmal erstmal ganz, ganz herzlich beim Tillmann bedanken für den hervorragenden Vortrag, aber natürlich auch bei Ihnen, dass Sie wieder so zahlreich mit dabei waren und Sie sind bis auf ein, zwei, habe ich gesehen, sind Sie auch wirklich tapfer bis zum Schluss mit dabei gewesen. Also wunderbar, freut uns natürlich sehr, dass diese Webinarserie so gut angenommen wird und die nächsten Themen sind bekannt. Und wie gesagt, wenn Sie Wünsche haben, auch gerne Vorschläge an uns bringen, dann schauen wir, dass wir das entsprechend mit einbauen können. Von dem her bleibt mir jetzt eigentlich nur noch zu sagen, danke an alle nochmal. Ich wünsche Ihnen schon mal vorab ein schönes Wochenende und die Unterlagen werden wir natürlich nachreichen und freuen uns schon, wenn Sie beim nächsten Mal wieder mit dabei sein werden. Vielen Dank und ein schönes Wochenende. Auf Wiederhören.